Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einer neuen Bücherwoche von mir. Es war zwar Herbst, aber das Wetter war wahnsinnig sommerlich und mein Herz ist da tatsächlich so ein bisschen aufgeblüht und ich habe Sonne getankt, wir waren wandern. Es war eine richtig schöne, ja, spätsommerliche Woche, die ich sehr, sehr genossen habe. Wir haben auch ein bisschen noch was im Garten gemacht und wirklich auch das Wandern und das Spazierengehen. Es hat mir im Sommer so, so, so gefehlt. Ich finde es tatsächlich ein bisschen merkwürdig, wie dieses Jahr so die Jahreszeiten sind. Der Frühling war eher Winter, der Sommer eher Frühling und vielleicht haben wir jetzt im Herbst Sommer. Man weiß es nicht. Ist ein bisschen merkwürdig, wie wenn sich da irgendwie zeitlich was verschoben hätte. Aber ich will mich gar nicht beschweren. Ich bin froh, wenn wir einfach so ein paar trockene und noch ein bisschen warme, sonnige Tage haben. Und dann ist es ja in der Regel auch für alle, die Hitze nicht so mögen, auch nicht ganz so heiß. Aber mir tat das auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und ich hoffe, dass es jetzt die nächsten Tage und Wochen vielleicht noch so ein bisschen schön bleibt, dass wir einen schönen Herbst bekommen. Ja, lesetechnisch war die Woche auch ganz schön, mit einer Ausnahme, nämlich einem Abbruchbuch. Ich habe ein Buch gelesen, ein Buch gehört und ein anderes zur Hälfte gelesen. Da lesen wir jetzt in dieser Woche noch weiter. Da werde ich also nicht allzu viel erzählen können. Spoilere euch aber natürlich schon ein bisschen, mit welchem Buch wir nächste Woche auf jeden Fall in der Bücherwoche starten. Vielleicht, wenn das erste ist, was ich beende, das weiß ich jetzt noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es nächste Woche dabei. Ich habe auch eine sehr coole Buchverfilmung angeguckt und auch weiter mit Vampire Diaries gemacht. Ja, da denke ich dann später, erzähle ich noch ein bisschen was. In der Infobox findet ihr wie immer alle Bücher und die Zeitstempel, auch mit dem sonstigen Geplauder. Schaut da also gerne mal rein, da seht ihr auch, welches Buch ein Rezi-Exemplar war oder ähnlichem. Ich verlinke auch die Kanäle, mit denen ich diese Woche gelesen habe. Und ja, da findet ihr alle Infos, schaut da also mal vorbei. Starten wir jetzt aber erstmal mit den Büchern, nämlich mit dem Hörbuch der Woche. Und es hat mich mal wieder nach Hogwarts verschlagen. Ich habe Harry Potter und der Feuerkelch gehört, gesprochen von Rufus Beck. Ja, mein Highlight der Woche. Gelesen zusammen mit der lieben Becky habe ich Erbe der sieben Seelen von Adeline Grace. Das ist der zweite und letzte Teil der Dialogie. Dann, ja, angefangen und ja, tatsächlich relativ schnell gestern gemerkt, dass ich es abbreche. Also gestern war bei mir Sonntag. Das Haus der tausend Welten von T.S. Orgel. Da ist sogar noch das Lesezeichen drin. Ja, und das halbe Buch ist The Watchers von John Mars, was ich zusammen mit der lieben Maike von den Bookfriends lese. Das sieht echt schön, also zumindest so in der Reflexion tatsächlich ganz cool aus. Aber es hat keinen grünen Buchschnitt. Sehr, sehr, sehr tragisch. Beginnen wir ganz kurz mit Harry Potter und der Feuerkelch von J.K. Rowling. Es ist ein Reread. Ich habe das ja dieses Jahr begonnen im März und möchte jetzt eigentlich in diesem Jahr auch noch die anderen Teile mit hören. Ich liebe die Vertonung von Rufus Beck. Ich kann mich da so fallen lassen, ich kann das so genießen. Und so habe ich das auch beim vierten Teil gemacht. Ich möchte gar nicht so viel über den vierten Teil erzählen oder irgendwie, wie toll ich diese Geschichte finde, wie ich mich zu Hause fühle, wie ich da eintauche, wie ich Emotionen fühle, wie sehr ich weine und lache und mich freue. Und ja, bei dieses Buch, also diese Buchreihe ist einfach eine Highlight-Reihe für mich, eine der wenigen, die ja, ich schon über 20 Jahre auch liebe und immer wieder rereade und ja, wo ich mich einfach angekommen fühle, zu Hause fühle. Und man merkt beim vierten Teil, das hat man auch schon ein bisschen im dritten gemerkt, dass die Kinder jetzt ein bisschen erwachsener werden. Es gibt so ein paar Teenie-Probleme, wie die ganz klassisch sind. Es gibt auch mal so ein bisschen Streitereien zwischen den Freunden. Es gibt natürlich auch so das erste Verliebtsein. Dann haben wir hier natürlich das trimagische trimagische Turnier, was ich großartig finde, was uns hier ja erwartet. Und ja, das Ende ist dann natürlich schon eins, wo man weiß, jetzt wird die Geschichte düster und ja, irgendwie, ja, wird es einfach dunkler, gefährlicher und man spürt so eine gewisse angstvolle Freude. Macht das Sinn? Ich glaube nicht. Nein, aber ich, für mich gibt es keinen direkten Favoritenband innerhalb der sieben Bände. Das ist für mich wirklich sehr, sehr schwer. Ich glaube, ja, dass der vierte Band schon irgendwie vielleicht ein Hauch mit nach oben geht, vielleicht so ganz knapp hinter dem dritten ist. Wobei es gibt halt so viele Aspekte in den verschiedensten Bänden, die ich einfach so, so schön finde. Und ich möchte da eigentlich gar keinen Favoriten irgendwie herauskristallisieren, weil für mich ist das so eine Geschichte
Und jede Geschichte in der Geschichte hat so etwas Besonderes. Es gibt so Schwerpunkte, die da drauf gelegt werden. Und das ist natürlich beim vierten Teil dann auch der Fall. Und ach, ich mag da so vieles und ach, ich bin da immer sehr angetan. Ist aber auch so ziemlich, ich glaube, gut, so im dritten Band fängt es an, so, ja, da fließen die Tränen jetzt öfter. Also das merke ich schon, das hat mich schon im dritten gemerkt. Im vierten ist auch immer mal, also alleine wenn Hermine da irgendwie mit ihren schicken Haaren und ihrem tollen Beikleid und ihren Gedanken, die sie uns dann, ja, kriege ich auch direkt wieder Gänsehaut und da fließen dann bei mir echt so Tränen, weil ich mich so freue mit ihr und so emotional da mitgehe oder dann auch gegen Ende fangen dann auch so die Verluste an. Ja, also ganz, ganz toll. Ich bin ein großer Fan der Reihe und es wird, denke ich, auf jeden Fall im September, Oktober. Das muss ich mir eigentlich ranhalten, wenn ich das dieses Jahr noch schaffen möchte, aber ich denke mal im Oktober wird es dann mit dem fünften Band weitergehen und ja, da freue ich mich auch schon. Zusammen mit der lieben Becky habe ich Erbe der sieben Inseln gelesen von Adeline Grace. Das ist der zweite und finale Teil der All the Stars and Teeth Reihe. Band 1 ist Fluch der sieben Seelen und jetzt haben wir die Inseln. So ist es. Das haben wir auch schon zusammen im Mai gelesen. Ich packe den Instagram-Account von Becky in die Infobox und auch mal die Bücherwoche zum ersten Teil, weil es jetzt natürlich schon ein bisschen schwieriger ist, über den zweiten Teil zu sprechen. Ich werde versuchen, so ein bisschen eher allgemein über die Reihe zu sprechen, weil wir sind hier ja jetzt schon beim Abschluss. In der Geschichte geht es grundsätzlich um Amora, die wir im ersten Teil eben auch kennenlernen. Die ist die Prinzessin des Inselkönigsreichs Visidia. Dort wurde sie auch ihr ganzes Leben schon auf die Rolle der obersten Hofmagierin vorbereitet. Die Magie in diesem Königreich, die da von jedem frei gewählt werden, nur Amora hat nicht die freie Wahl, denn sie ist die Tochter des Königs und sie muss irgendwann die gefährliche und auch zum Teil tödliche Seelenmagie lernen. Das ist eben ihre Herausforderung und die soll sie dann eines Tages eben in einer öffentlichen Zeremonie auch unter Beweis stellen. Doch das läuft recht schief und sie kommt in Gefangenschaft, flüchtet dann zusammen mit dem gut aussehenden und mysteriösen Piraten Bastian durchs Königreich und er sagt ihr im Grunde, ja, ich nehme dich mit, ich rette dich, ich öffne dir die Augen über unsere Welt, ich möchte aber Magie wiederhaben, die mir gestohlen wurde. Zugleich hat er einen Bann, der ihn umgibt und davon erfährt eben Amora und wir als Leser unglaublich viel und reisen mit Amora eben auch auf dem Schiff, dann eben durch die Königreiche. Der zweite Band schließt im Grunde relativ nahtlos an den ersten Band an. Wir haben eine Geschichte, die komplett von Amora erzählt wird. Also wir haben auch eine Ich-Erzählerin, eine Ich-Perspektive. Das finde ich besonders schön, weil wir natürlich nah an unserer Protagonistin sind. Allerdings glaube ich, hätte ich es ja, vielleicht sogar ein bisschen schöner gefunden, wenn wir hier zwei, drei Perspektiven gehabt hätten, wo wir an unterschiedlichen Stellen im Königreich vielleicht auch unterwegs gewesen wären, sodass sich die Geschichte ein bisschen ergänzt. Aber es wurde eine wahnsinnig tolle Welt erschaffen. Wir haben hier Jugend-High-Fantasy, wie sie wirklich großartiger gefühlt nicht sein kann. Sie ist innovativ, sie ist bildhaft, wir haben Emotionen, wir haben so ein bisschen das Erwachsenwerden. Wir haben hier wirklich eine Welt, die wahnsinnig toll erschaffen ist. Also das Worldbuilding ist der Autorin wirklich mehr als gelungen, hat mir großen Spaß gemacht, da einzutauchen, die Inseln zu sehen, das Königreich, wie es auf dem Meer unterwegs zu sein ist. Nein, wie es auf dem Meer unterwegs zu sein ist. War das Deutsch? Ich glaube, es hat irgendwie komisch geklungen, aber ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Auch das Magiesystem, was hier gezeigt wurde, vorgestellt wurde, finde ich richtig innovativ. Es ist anders, es ist toll gezeigt. Wir erleben diese verschiedenen Formen. Hat mich sehr auch so ein bisschen an die Grisha-Magie erinnert. Nicht, dass wir jetzt sagen, hier funktioniert die Magie genauso, aber diese Ausführlichkeit, die diese Magie bekommt, wie die in den Vordergrund geschoben wird, das finde ich richtig, richtig toll. Und das hat für mich Adeline Grace auch richtig toll gemacht. Auch diese Kräfte dann eben zu erleben, ja, es hat einfach wahnsinnigen Spaß gemacht. Amora erzählt uns die Geschichte, wie gesagt, aus der Ich-Perspektive, was ich super fand. Allerdings ist sie schon ein schwieriger Charakter. Sie ist arrogant, sie ist manchmal sehr schroff, hat nicht so unbedingt gegen unnötige Gewalt.
sie wirkt nicht immer sehr sympathisch. Ich finde das aber durchaus authentisch. Und mir macht das auch Spaß, so ein bisschen eine andere Art von Protagonistin einfach mal zu erleben. Selbst wenn wir jetzt eben sagen, sie ist die Prinzessin und ist hier an einem Königreich aufgewachsen und weiß eigentlich um ihren Platz, finde ich es schön, dass sie doch einfach diese Stärke hat. Und natürlich nicht immer diese Stärke nur positiv besetzt ist, sondern natürlich auch oft durch diese Schroffheit, ist das eben nicht immer positiv oder sympathisch. Das fand ich aber gar nicht so schlecht. Was ich tatsächlich so ein bisschen als Kritikpunkt sehe, ist, dass die Nebencharaktere manchmal nicht so richtig greifbar waren. Ich fand, die blieben oftmals blass. Wir haben hier zum Beispiel noch Bastian, der auch eine große Rolle spielt, unser Pirat. Der ist schon ein bisschen lebendiger und bildhafter, aber so andere Charaktere bleiben doch ein bisschen blasser dahinter. Man sieht die Tiefgründigkeit nicht, wir erleben auch nicht so, wie sie sich entwickeln. Das hätte ich irgendwie ein bisschen schöner gefunden, dass die eben auch, zumindest die, die eine Rolle in der Crew spielen und in der Geschichte eine große Rolle haben, dass die ein bisschen lebendiger sind und einem auch im Gedächtnis bleiben. Wir treffen auch auf viele Wesen, die wiederum richtig toll erzählt und erklärt wurden von Meerjungfrauen über Ungeheuer. Das hat mir einfach großen Spaß gemacht. Ich bin gerne im Wasser unterwegs und auf dem Wasser, ganz egal. Da habe ich mich sehr wohl gefühlt und fand es auch richtig toll dargestellt. Den Humor fand ich ebenfalls sehr gelungen. Der hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Besonders wenn sich die gegenseitig so ein bisschen aufziehen und necken und auch so ein bisschen Ironie, Sarkasmus durchkommen. Das mag ich super gut, gerade wenn das so Spitzen gestreut wären. Das fand ich einfach sehr unterhaltsam und das hat die Geschichte oftmals aufgelockert, was ich auch sehr gut fand, weil wir befinden uns hier eben doch irgendwie schon im Jugendbuchgenre. Da finde ich, da darf so diese Spritzigkeit nicht fehlen. Der zweite Band war ähnlich wie der erste Band, im Mittelteil aber auch ein bisschen langatmig. Also das war auch schon im ersten Teil so ein bisschen der Kritikpunkt. Es geschah an mancher Stelle nicht so viel, beziehungsweise hätte man sich gewünscht, dass der rote Faden ein bisschen straffer gezogen ist und wir doch so ein bisschen mehr vielleicht bekommen. Mehr Inseln, mehr Personen, ja, einfach ein bisschen mehr Spannung. Ich finde, das wurde ein bisschen zäh erzählt, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Also es ist schon Jammern auf hohem Niveau, aber gerade im Mittelteil, und so ging es mir ja auch im ersten Teil, da hätte ich mir ein bisschen mehr Spannung gewünscht. Das Ende, da muss ich echt sagen, da war ich total überrascht, was das für ein großes Kino geworden ist. Es gab unfassbar viele Emotionen, die man wirklich alle mit durchlebt hat. Und das fand ich großartig. Also das war wirklich toll gemacht, sehr konsequent, sehr echt und auch wirklich eine Geschichte beendend. Also man hat hier wirklich das Gefühl, nach der Dialogie ist Schluss. Es hat mich manchmal sehr überrollt. Also es gibt auch einen Verlust, den Amora erlebt und ich spoilere nicht. Das fand ich tatsächlich ganz schön heftig. Da habe ich wirklich auch Taschentücher gebraucht. Ja, aber so ist das manchmal. Ne? Manchmal überrollen einen Emotionen eben einfach so. Und so war das dann bei Erbe der Sieben Inseln auch. Also ein tolles Jugendbuch, tolle Jugend-High-Fantasy. Auch die Prise Romantik war nicht so überdreht dabei, sondern eher so am Rande. Es ist hier schon dann eher so die Freundschaft im Vordergrund, was mir sehr gut gefallen hat. Und ja, ist definitiv eine Empfehlung für Jugendliche, die einfach vielleicht mal auch so ein bisschen was mit Piraten oder auf hoher See lesen wollen. Denn das ist hier wirklich zur Genüge vorhanden. Und macht hier auch wirklich großen, großen, großen Spaß. Ja, dann zu einem Buch, zu dem ich diese Woche ja eigentlich ungeplant gegriffen habe, beziehungsweise tatsächlich auch gestern erst am Sonntag, Das Haus der tausend Welten von T.S. Orgel. Ich habe von dem Autorenduo, dabei handelt es sich um die Brüder Tom und Stefan, das erklärt das T.S., schon mal eine Buchreihe angefangen, das waren die Blausteinkriege. Ich weiß aber auch, dass ich auch nur den ersten Teil gelesen habe. Ich habe nicht nachgeguckt, wie ich das damals fand. Ich habe das eigentlich in okay Erinnerung, weswegen ich mir das dann mal als Mängelexemplar geholt hatte. Und letztens war ein guter Freund von mir hier, hat so durch das Bücherregal geschaut und hat gedacht, Mensch, das spricht mich an, ob ich das ausleihen darf. Und ich bin überhaupt niemand, der sagt, nein, nein, ich leihe meine Bücher nicht aus, mache ich sehr gerne. Zumindest an enge und gute Freunde. Allerdings fand ich es blöd, weil ich habe es ja noch nicht gelesen. Und dann habe ich ihm gesagt, Mensch, komm, ich lese das in den nächsten 1-2 Wochen und dann bekommst du es irgendwie Mitte Oktober. So ein bisschen passend zu seinem Urlaub, er hat dann 2 Wochen frei. Und dann habe ich gesagt, bis dahin habe ich es gelesen und dann bekommst du das. Und ja, so habe ich dann eben Sonntagnachmittag dazu gegriffen. Ich war mit dem Erbe der Sieben Inseln schon durch, hatte meinen Abschnitt zu The Watchers schon gelesen und dachte, naja, jetzt hast du noch so eine Stunde, lies doch schon mal rein für die kommende Bücherwoche.
Stunde möchte ich mit diesem Buch auch nicht verbringen. Ich habe, ich glaube, knapp 120 Seiten gelesen, ja, so fast 130 Seiten gelesen. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr enttäuscht. Die Geschichte geht grundsätzlich darum, dass in Atayl ein Haus steht, was der Legende nach 1000 eigene Welten beherbergt. Es gibt dort schreckliche Bestien, aber auch Schätze, von denen man mehr als träumt. Und es gibt eine kleine Gruppe, die eben dieses alte Haus erforschen möchte, was von innen dann auch wieder größer ist als von außen, beziehungsweise was da eben sichtbar und erkennbar ist. Und die Gruppe besteht aus ganz unterschiedlichen Charakteren. Wir haben einen Mönch, wir haben einen Reisenden, wir haben einen Dieb und auch eine Kriegerin. Und die finden sich und dann passiert gefühlt irgendwie nicht viel mehr. Also ja, es sind natürlich, ich glaube, knapp 560 Seiten. Das heißt, ich habe, glaube ich, nicht ganz ein Drittel geschafft. 1,30? So. Nein, ich habe nicht ganz ein Drittel geschafft. Aber es war unfassbar langweilig. Also ja, diese 130 Seiten, ich habe wirklich gedacht, was lese ich da eigentlich? Also natürlich haben wir hier Fantasy und es ist auch bildhaft, aber wenn einen nicht mal der Einstieg catcht und man weiterlesen möchte, ja, es war ein sehr eintöniger Stil, es gibt kaum Unterschiede in den Charakteren, ich habe auch keinen so richtigen roten Faden erkennen können. Es war irgendwie schon eine interessante Idee, aber es funktionierte für mich in der Umsetzung, in der Geschichte nicht. Es gab wenige bildhafte Beschreibungen, was ich auch schade fand, gerade bei den neuen Wesen, die mir vorgestellt wurden. Um mir da ein Bild zu machen, muss ich wissen, wie die irgendwie aussehen. Und ja, ich bin nicht mal bis zu diesem Haus vorgedrungen. Also ja, auf diesen 130 Seiten, da war ich noch nicht mal bei dem Haus der 1000 Welten. Und ich, also selten gefühlt so eine Stunde, Stunde 10, Stunde 15 mit einem Buch verbracht. Gerade wenn man aus so Geschichten herauskommt wie Harry Potter, Erben der Sieben Inseln oder dann auch The Watchers, wo einfach schon Spannung irgendwie da ist, da fand ich das ganz schwierig. Also es tut mir echt leid, ich hätte es gerne gefeiert und gemocht, aber ja, so wandert es nun weiter und ja, vielleicht macht es ja meinem guten Freund mehr Spaß wie mir. Ich weiß gar nicht, wie ich ihm das so sage. Möchte ja nicht, dass er voreingenommen ist, aber ja, leider keine Empfehlung. Vielleicht würde es spannend werden, vielleicht würde es interessanter werden, aber mich konnte es nicht sehr begeistern, muss ich leider sagen, hat mir nicht so gut gefallen und ja, es waren dann irgendwie so eine Stunde, eineinhalb Stunden, das ist jetzt nicht verschwendete Lebenszeit, aber ja. Ja, und dann zum halben Buch der Woche, The Watchers von John Maas. Wissen kann tödlich sein. Ein Buch, das ich zusammen mit der lieben Maike lese. Das wunderschöne Buch, zumindest von vorne, ohne grünen Buchschnitt. zumindest diese Reflexion hat schon irgendwie was. Aber der grüne Buchschnitt, er fehlt mir definitiv. Und ich kann es nicht oft genug sagen, ich bin da echt ein bisschen enttäuscht, weil ich dieses Buch jetzt tatsächlich mit der Seite ins Regal stellen werde, während die beiden anderen Bücher mit dem Buchschnitt zu mir herschauen. Das ist echt, ich weiß nicht, wie ich das finden soll. Aber gut. ja, wir haben hier knapp die Hälfte gelesen. Wir haben uns das, ich glaube, für 12, 13 Tage irgendwie eingeteilt. Und hatten da definitiv auch unseren Spaß schon im Austausch. Es ist der neue John Maas, es ist das dritte Buch. Ich würde es jetzt tatsächlich irgendwie Reihe nennen, denn, und das möchte ich definitiv sagen, man sollte sowohl The One als auch The Passengers vorher gelesen haben. Nicht nur, dass es hier wahnsinnige Spoiler da drin gibt zu diesen beiden Büchern, ich habe auch das Gefühl, dass man manche bezugnehmenden Gespräche, Tatsachen gar nicht versteht, wenn man diese Bücher nicht kennt. Während wir ja bei The Passengers eher so ein bisschen Spoiler haben zu The One, aber tatsächlich eher so Spoiler, als dass man diese Infos gebraucht hätte, beziehen sich hier viele Charaktere, viele Handlungen irgendwie auf sowohl The One, also dieses Match per DNA, als eben auch zu The Passengers, wo es ja um autonome Fahrzeuge ging und einen Hackerangriff. Und ich glaube, dass man manchmal hier drin Anspielungen gar nicht versteht, wenn man diese Bücher nicht kennt. Also wirklich Spoilerwarnung, nicht nur, wenn man die anderen beiden Bücher vorher lesen möchte, sondern auch wirklich, dass man das Wissen vielleicht gar nicht hat, um dann ja, das Buch tatsächlich zu verstehen. Denn
es geht hier definitiv auch wieder so ein bisschen um diese, ich glaube, das nennt sich irgendwie Near-Science-Fiction-Roman, Near-Future-Thriller, so muss man sagen, wobei vorne dann Roman steht und hier hinten heißt es Near-Future-Thriller. Und das kommt dem tatsächlich sehr nahe, denn wir sind in einer nahen Zukunft. Man kann hier schon sagen, dass Corona hinter uns liegt, es auch diese autonomen Autos gibt und Ähnlichem, was wir aus den anderen Büchern eben auch schon kennen. Und man eben hier ja auch etwas versucht, Geheimnisse zu verbergen in einer ganz besonderen Art und Weise. Und wir begleiten hier, ähnlich wie bei den anderen beiden Büchern, eben verschiedene Charaktere, die auch im Wechsel uns ihre Geschichte erzählen. Wie kommen sie dahin? Wo kommen sie her? Was beschäftigt sie? Wie handeln sie? Und das funktioniert hier ähnlich wie bei den anderen Büchern. Aber ich möchte noch gar nicht so viel sagen. Bisher gefällt mir das Buch aber sehr, sehr gut. Und ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Freue mich heute dann auch schon auf den Leseabschnitt und auch auf unseren Austausch und bin super neugierig, was ich dazu sagen werde. Das seht ihr dann natürlich in der nächsten Woche, wenn ich dann das Buch auch beendet habe. Und ja, das waren sie jetzt im Grunde, die vier Bücher. Die Kanäle verlinke ich alle unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Ja, neben dem Wandern gab es in dieser Woche auch eine Buchverfilmung von Stephen King, die im Fernsehen gelaufen ist, nämlich Misery von Stephen King. Die lief, ich glaube, irgendwie auf Kabel 1, keine Ahnung, haben wir aufgenommen und uns dann einfach mal abends angeschaut. Und ich muss sagen, wahnsinnig geile Verfilmung. Also ich habe die schon gesehen, es ist bestimmt aber schon 20 Jahre her und so lange müsste es auch her sein, dass ich Misery gelesen habe und ich habe beides immer in sehr positiver Erinnerung, habe es aber eben schon lange nicht mehr gelesen und nicht mehr angeguckt. Bei Misery haben wir ja wirklich eine Angstverarbeitung von Stephen King, denn die Geschichte geht um einen Autoren, der bei einem Autounfall im Schnee irgendwie versinkt und er wird gerettet von seinem größten Fan und die ist nicht nur Fan von ihm, sondern eben auch von der Bücherreihe von Misery. Zudem ist sie auch Krankenschwester und da wir hier einen Schneeblizzard haben, kann sie ihn eben nicht ins Krankenhaus bringen. Sie versorgt ihn in seinem Haus, das sehr abgelegen liegt. Und wie das so mit extremen Fans sein kann, ist dann nicht immer alles so gut und positiv, wie man es sich denkt. Und man spürt, obwohl man wirklich ja wenig außen hat, wir sind ja wie viel in diesem Haus, viel bei diesen beiden Charakteren, übrigens grandios gespielt, Katie Bates hat dafür ja, glaube ich, sogar einen Oscar bekommen, also richtig, richtig toll. Wahnsinnig, was bei denen in der Mimik abläuft und ja, fand ich großartig. Ich habe nachgelesen, dass Stephen King den männlichen Schauspieler nicht so irgendwie haben wollte, mit dem nicht ganz so fein war, weil er sich seinen Charakter anders vorgestellt hat, aber mit Katie Bates wohl tatsächlich ganz zufrieden war. Es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte, die erstmal so einen ganz leichten Einstieg hat. Es passiert immer mal so ein bisschen was zwischen den Zeilen. Man merkt, dass sich irgendwie wo was aufbaut, so die Ruhe vor dem Sturm. Und das ist dann schon großartig. Also es hat schon so ein bisschen einen Horror, aber ohne dass jetzt natürlich irgendwas Übernatürliches dabei ist. Und ich fand den Film richtig toll. Also ich habe den positiv in Erinnerung. Er hat mir jetzt auch beim zweiten oder dritten Mal schauen sehr gut gefallen. Ich hätte direkt wieder Lust auf das Buch, aber ich habe keine Zeit für Stephen King Rereads mehr in diesem Jahr. Nein, es liegen da 4 oder 5 Bücher auf dem Sub, die ja auch irgendwann mal noch gelesen werden wollen. Aber da muss ich echt sagen, kann ich Buch und Film wirklich nur empfehlen. Vor allem ist das auch, soweit ich mich erinnere, das Buch kein so dickes Buch, sodass man auch durchaus sagen kann, das ist was für Einsteiger. Man sollte aber nicht zu zart beseitet sein. Man sollte schon ein bisschen Gewalt abkönnen. Es gab einen Moment, da habe ich tatsächlich nicht hingeguckt. Also da weiß ich genau, was passiert. Und da denke ich, nein, es reicht schon, wenn man es hört. Und ich bin Ende 30. Ja, ich weiß auch nicht, was das manchmal ist. Zudem ging es dann eben auch weiter mit der 4. Staffel von Vampire Diaries und hier passieren wahnsinnig spannende Dinge. Ich habe echt Spaß an dieser Serie. Ich bin begeistert von den Salvatore-Brüdern. Ich mag die Vampire, ich mag die Urvampire, ich mag Elijah, ich muss das echt sagen. Und es gab auch ein ganz wunderbares Zitat von Klaus. Ich werde jetzt nicht sagen, zu wem er da sagt. Aber das war so schön, das hat mich so berührt, so irgendwie, er mag deine erste große Liebe sein,
ich werde dafür die Letzte sein. Und ach, ich fand das so schön. Und nein, ich bin jetzt nicht der größte Klaus-Fan, aber ich habe immer so den Eindruck, bei Vampiren wird, und das finde ich, wird in diesem Film, in dieser Serie auch so gerecht, dass wenn die eben lieben und Emotionen haben, dass die eben sehr intensiv sind und dass die sehr tief sind und dass die nicht, dass das keine Lieben oder Emotionen sind, die einfach mal so nach einer Woche weg sind. Ich finde, das hat die Serie wahnsinnig gut eingefangen, wenn man sich so an die früheren typischen Vampirromane zurückdenkt, dass da eben auch immer so eine Ewigkeit mitgeschwollen dabei war, sozusagen mitgeschwungen hat. Wenn eben Vampire geliebt haben, dann war das eben nichts von jetzt auf heute und auf morgen, sondern das hatte immer so was Ewigliches. Und das spürt man in dieser Serie, finde ich. Und das macht mir wahnsinnigen Spaß. Also wirklich gerade die Urvampire, mal gucken, wo die Originals laufen. Da habe ich schon gesehen, dass die nicht auf Netflix sind. Vielleicht weiß das ja jemand von euch. Weil das macht mir echt wahnsinnigen Spaß. Und ich freue mich jetzt noch auf 5, 6, 7, 8. Gibt es noch 4 Staffeln? Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Mal gucken, ob ich das im September noch hinbekomme. Vielleicht ein bisschen weniger lesen. Aber ja, man kann ja gefühlt immer nur eins machen. Ne? Und ja, wobei... So ein Auge aufs Buch, eins zum Film. Nein, natürlich nicht. Also da gibt es bei mir kein Multitasking. Ich wäre niemand, der bei einem Film oder bei einer Serie tatsächlich das Lesen anfangen würde. Also ja, ich kann noch nicht mal Hörbuch hören und Sim spielen. Da bin ich dann auch schon irgendwie nicht aufmerksam genug. Aber das alles andere funktioniert da für mich auch nicht. Von daher, ha. Ja, aber nach wie vor bin ich sehr begeistert. Ich bin nach wie vor aber auch kein Fan von Elena Gilbert. Ich kann mit der einfach nichts anfangen. Da mag ich tatsächlich so ein bisschen die anderen Rollen, die sie spielt, in der Serie irgendwie lieber. Also, ja, aber dafür kann sie natürlich, also Nina Dobrev als Schauspielerin kann da natürlich nichts für, wie dieses Drehbuch und Dinge, die ihr da in den Mund gelegt werden, aber, ach, mal sehen, wo das hingeht. Ja, aber, ach ja, es macht auf jeden Fall großen, großen Spaß. Ja, das war's jetzt so von der Woche. Es waren die Bücher, Serie, Film, Wandern. Ich glaube, mehr gab's in dieser Woche nicht. Reicht auch, finde ich, vollkommen. Ich bin super neugierig, ob ihr gerade irgendwie eine Seriensucht habt oder in der Buchreihe steckt oder welches Buch euch gerade begeistert hat oder ob es ein Buch gibt, worauf ihr euch jetzt im September noch freut. Lasst mich das super gerne wissen. Können wir uns gerne in den Kommentaren austauschen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein tolles Wochenende. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.